Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar möchte ich euch dieses Mal den Mathe-Vorkurs für Informatiker vorstellen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum stelle ich eine Serie vor? Das mache ich dann normalerweise auch sonst nie. Dieses Mal ist es ein bisschen anders und zwar wird alles komplett live und in diesem virtuellen Hörsaal, den ihr vielleicht auch schon vom Lifehacking kennt. Das heißt, im virtuellen Hörsaal der Vitruvius Hochschule Leipzig wird das Ganze stattfinden. Und da möchte ich euch natürlich dann eigentlich mehr oder weniger herzlich dazu einladen. Das heißt, ich stelle es weniger vor, sondern lade euch dazu ein. Warum jetzt in diesem virtuellen Hörsaal? Das heißt natürlich, ihr könnt bequem von zu Hause aus dran teilnehmen. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie an irgendeinen Ort fahren, also jetzt nach Leipzig zum Beispiel, sondern ihr könnt eben wie beim SAIS-Studiengang auch, der findet auch in diesem Hörsaal statt, könnt ihr euch quasi von zu Hause einloggen und könnt einfach die ganze Sache verfolgen, was natürlich auch mega bequem ist. Zum anderen wird das Ganze natürlich live, wie ich gesagt habe, stattfinden. Das bedeutet, ihr könnt Fragen stellen, wir können Übungen zusammen machen, wir können die zusammen korrigieren, im Prinzip wie bei einer normalen Schule auch, nur dass es eben online und von zu Hause aus ist. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwie in Schale werfen, sondern könnt in Jogginghose vorm PC hocken und euch das Ganze geben. Und das Tolle ist, es wird maximal 25 Personen auf einmal in diesem Raum geben, plus ich. Das heißt, ich kann auch wirklich auf alle direkt eingehen und ja, ich kann auch wirklich direkt Fragen beantworten. Ich kann vielleicht auch irgendwie Hilfestellung geben, logischerweise kann ich das, kann ich Hilfestellung geben und bei den Übungen vielleicht auch noch auf einzelne Schwachpunkte oder sowas eingehen. Deswegen ist der sehr begrenzt. Man kann sich aber definitiv noch dafür anmelden. Das heißt, die 25 Plätze sind noch nicht voll. Und das Tolle ist, dass wir natürlich jetzt da perfekt die Schulinhalte wiederholen können und euch so aufs Studium vorbereiten. Klar, ihr kommt oftmals direkt aus der Schule und fangt im Studium an. Vielleicht wollt ihr aber trotzdem einfach sicher gehen, dass ihr diese Themen auch wirklich beherrscht. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach die Sache wiederholen, weil ihr zum Beispiel jetzt eine Ausbildung gemacht habt oder ihr arbeitet schon eine Weile als ITler und wollt jetzt tatsächlich euch weiterbilden und Informatik studieren. Und dann ist das natürlich perfekt für euch. Deswegen ist es natürlich auch super, vor allem für die SAIS, das heißt Software Engineering und Information Security Studenten. Das heißt, das ist ein Studiengang, der wird ab dem Wintersemester an der Vitruvius Hochschule angeboten und der Kurs hier, der Mathe-Vorkurs, ist natürlich auch die optimale Vorbereitung für genau diesen Kurs. Der Kurs ist für die SAIS-Studenten sogar komplett gratis. Der Kurs wird von und mit der IBB natürlich veranstaltet, das heißt, die werden auch da sein. Ich bin natürlich da als euer Dozent, Lehrer, Schrägstrich, was auch immer, wie ihr mich nennen wollt. Und ja, das heißt, ihr könnt hier super alles wiederholen. Ganz kurz zu den Inhalten, ihr seht die auch schon hier. Ich dachte mir mal, Mensch, Zahlen sollte man auf jeden Fall beherrschen, immerhin ist es Mathe. Mathe ist meistens mit Zahlen, aber auch Zahlenbereiche. Das heißt, wir wollen vielleicht auch ein bisschen tiefer in die einzelnen Materien einsteigen, als ihr es jetzt in der Schule schon hattet. Wir wollen mit Variablen rechnen. Wir wollen mit N, also mit den natürlichen Zahlen rechnen. Wir wollen mit Klammern, mit dem Kommutativgesetz uns genauer auseinandersetzen, weil euch das im Studium noch mehr als einmal begegnen wird. Wir wollen uns auch mit Binomen, das heißt mit ein bisschen Wahrscheinlichkeiten und allem drum und dran auseinandersetzen und mit Rechenoperationen, also ja, eben Bruchrechnung zum Beispiel, Vorzeichen, Logarithmen, Potenzen, Wurzeln und ich will euch dann auch einige praktische Beispiele aus dem Leben von Informatikern zeigen, wo man wirklich diese Sachen auch wirklich braucht. Das heißt, die sind nicht einfach nur so irgendwie dahergesagt, ja, wir lernen das jetzt mal, sondern wir wollen uns wirklich angucken, für was brauchen Informatiker genau diese Dinge, für was braucht er zum Beispiel Potenzen. Und da will ich euch dann vielleicht auch schon einen kleinen Einblick in euer Studium geben, auf das ihr euch dann freuen könnt. So, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und freut euch darauf. Links sind alle in der Beschreibung und ich hoffe, ja, wir hören uns bei dem Kurs dann. Bis die Tage. Ciao.